Also den Präprozessor sehen Sie in Aktion bei diesen Befehlen include und define, wobei, wie gesagt, define sollte nur bei den include-Guards auftauchen heutzutage und nirgendwo sonst. Alles mit Doppelkreuz richtet sich als Anweisung an den Präprozessor. Bevor alles andere in Aktion tritt, wird erstmal gesucht und ersetzt oder aus anderen Dateien was eingelesen. Diese beiden anderen Kandidaten wollte ich nochmal in Aktion zeigen, der Compiler und der Linker. Nämlich wie die ihnen Fehlermeldungen produzieren. Den Compiler sehen Sie, wenn Sie ganz üble Syntaxfehler machen. Was könnten wir hier wissen? Wenn ich ein geteilt schreibe, dann müsste der Compiler mir was auf die Finger hauen. Sie sehen, die Fehlermeldung ist mehr oder minder kryptisch. Expected an expression. Wenn Sie einen Ausdruck durch einen anderen Ausdruck haben, dann ist das wieder ein Ausdruck. Aber nur geteilt ist kein Ausdruck. Und jetzt habe ich gerade nicht genau geguckt. Das soll eigentlich eine Fehlermeldung vom Compiler dann sein. Sie sehen hier Error while running C, C++ Compiler. Da begegnet uns der Compiler, wenn wir solche Sachen veranstalten. Oder wenn Sie eine Schweifklammer vergessen hier. Das if hat leider keine Schweifklammer. Machen wir Project Compile. Habe ich das oben noch nicht beseitigt oder findet er gleich zwei? Interessant, findet er gleich zwei Fehler. Ah, okay. Er macht einfach weiter, deshalb findet er dann gleich noch den nächsten Fehler. Aber Sie sehen hier, das ist relativ eindeutig, diese Angabe hier. Expected a closing brace, müsste ich jetzt ja sagen. Oder ja, curly brace. Hier fehlt die Schweifklammer zu und das kriegen Sie auch als ordentliche Fehlermeldung. Vom, wo haben wir es denn hier? Wo steht es denn mal mit dem Compiler? Achso, hier unten steht das nochmal. Das stammt also auch direkt vom Compiler. Bauen wir den mal wieder rein. Mit dem Linker machen Sie Bekanntschaft, wenn es irgendwelche Symbole nicht gibt. Der Linker nimmt sich die kompilierten Dateien. Jede C-Datei wird für sich kompiliert. Main-C wird für sich kompiliert. Temperature-C wird für sich kompiliert. Und der Linker versucht, das Ganze dann zusammenzufädeln. Main-C braucht zum Beispiel hier die Funktion getTemperature, die aber in TemperatureC erst gebaut wird. Das. Und der Linker fädelt das zusammen danach. Der Compiler, jede C-Datei einzeln, nämlich genau die C-Dateien, die Sie hier in der Liste haben, das ist die Aufforderung an den Compiler, was der alles machen muss. Und der Linker geht dann die Ergebnisse durch und bindet die zusammen. Und der stellt dann fest, zum Beispiel, ob diese Funktion getTemperature auch wirklich da ist, denn er muss das zusammenbinden, dass dieser Aufruf hier, dass dieser Aufruf getTemperature auch wirklich diese Funktion aufruft. Wenn die Funktion, was machen wir hier mal, wenn die Funktion anders heißt, getTemperature bla, dann müsste natürlich auch korrekterweise hier in der Header-Datei getTemperature bla nennen. Muss man gerade gucken. Wenn ich jetzt den Linker starte, müsste das Ärger geben. Der Linker muss das merken, dass die Temperaturfunktion hier nicht mehr existiert. Ich habe sie jetzt in Temperature C und habe umbenannt in getTemperature bla. Der Linker müsste das merken, dass er die beiden nicht mehr zusammenbinden kann. Der Compiler selbst dürfte das nicht merken. Wenn ich hier mal auf Temperature C gehe und sage Project Compile, Zero Errors, Zero Warnings. Der Compiler nimmt das nicht so übel. Main hier auch nochmal. Compile. Eine Warnung. Er sagt, die Funktion Temperature sei implizit deklariert. Da steht nirgendwo ausdrücklich, wie getTemperature zu funktionieren hat. Und dann baut sich C, da ist die Sprache ziemlich ruppig, was das angeht, baut sich C seine eigene Version. Das ist für ihn aber nur eine Warnung und kein Fehler. Also der Compiler würde das so fressen. Und wenn ich jetzt den Linker starte, dazu müssen Sie hier make sagen. Make baut wirklich ein ausführbares Programm. Mache, nicht? Compiler, kompiliere und make ein ausführbares Programm bauen. Hier gibt es jetzt wirklich einen Fehler beim Linker. Error while running Linker. GetTemperature. Undefined external getTemperature referred und so weiter. Die Funktion sucht er, kann sie aber nicht finden. Das muss ich vielleicht nochmal aufmalen. Das ist wirklich haarsträubend. Also wir haben
Eine Datei main.c. Main.c. Wir haben eine Datei temperature.c. Der Compiler macht daraus sogenannte Objektdateien, main.o typischerweise und temperature.o. Temp und so weiter. Ah, temperature. Temperature.o. Dann sind die zumindest schon mal in Assembler übersetzt. Ich hoffe, dass ich die gerade finde, um die mal zu zeigen, diese beiden Dateien. Checked. Aha, okay, sie heißen sie nicht .o, hier heißen sie R43. Da muss ich noch nur dran erinnern. Das sind die beiden Objektdateien hier, höchstwahrscheinlich. Das macht der Compiler, also nicht .o. Dann hier heißen sie, ach, das ist jetzt umgeschickt. Hier heißen sie R so und so viel, R so und so viel. Das macht der Compiler. Und der Linker versucht jetzt, diese beiden Dateien zusammenzubinden in eine ausführbare Datei. Unter Windows heißt das dann typischerweise .exe. Auf anderen Systemen heißt es anders. Auf diesem Chip heißt es auch anders. Ausführbare Datei. Ein Programm, schlicht und ergreifend. Das ist eine ausführbare Datei. Dafür ist der Linker zuständig. Hier in getTemperature.c haben Sie die Definition von getTemperature. GetTemperature, wie auch immer, mit Schweifklammern. Da steht die Definition drin. In main.c haben Sie den Aufruf, GetTemperature, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, den Aufruf von GetTemperature. Und der Job vom Linker ist nun, dafür zu sorgen, dass hier jetzt tatsächlich diese Funktion aufgerufen wird. Also nach Ende der Übersetzung. Hier steht dann einfach quasi ein Joker, den der Compiler eingetragen hat. Hier bräuchte ich jetzt mal eine Funktion, die heißt getTemperature. Und der Linker muss dann feststellen, aha, mit dem, was er hier hat, in dem, was er aus temperature.c übersetzt hat, mit dem kann er diesen Joker hier füllen. Das ist die Aufgabe des Linkers, diese ganzen Freistellen zusammenzubauen und dann eine ausführbare Datei zu bauen. Und die Fehlermeldung, die wir gerade hatten, ist die übliche, wenn was fehlt oder wenn was falsch benannt ist. Sie verwenden eine Funktion, die nirgendwo gebaut ist. Sie verwenden eine Variable, die nirgendwo gebaut ist, in einer anderen Datei hätte gebaut werden müssen. Dann meldet sich der Linker. Wahrscheinlich meldet sich der Linker auch noch, wenn der Platz nicht reicht auf dem System, denn erst an dieser Stelle hier, geh nochmal zurück, erst an dieser Stelle hier merkt man ja, wie groß das ganze Projekt wird. Und wenn ich nur 2 Kilobyte Platz habe, sagt mir der Linker dann wahrscheinlich auch, ups, Vorsicht, nachdem ich jetzt alles zusammengebunden habe, bräuchte ich doch 10 Kilobyte und nicht 2 Kilobyte, Pech gehabt. Also auch da an der Stelle sollte sich der Linker melden, wenn der Platz nicht reicht auf dem Chip. Hier haben wir also die übliche Fehlermeldung vom Linker. Und interessant vielleicht zu wissen bei diesem System hier, wenn Sie sagen Compile, startet das wirklich nur den Compiler inklusive Präprozessor. Und wenn Sie sagen Make, startet das wirklich den Linker und baut alles auch. Also Compiler, wo nötig, und den Linker und baut es dann zusammen. Wenn Sie hier auf das grüne Dreieck klicken, macht er sowieso alles, was nötig ist, kompilieren und linken, alles, was nötig ist, um das Programm zu starten.